Ein Hallo in die Runde. Anfangen möchte ich heute mit einem kleinen Rückblick auf die Sportlerehrung 2023. Da gab es doch einen Papa, der musste gleich zweimal für seine Töchter auf die Bühne. Nele Krech von der Abteilung Kanu vom TSV 1880 Gera Zwölzen. So, und falls Sie sich jetzt wundern, wie die Nele aussieht, es ist nicht die Nele, sondern es ist der Papa Krech. Einen Applaus für den Papa Krech, schönen guten Abend. Und zwar an Lucy Krech. Herzlichen Glückwunsch an Familie Krech. Und jetzt werden Sie sich wundern, die Lucy sieht genau aus wie ihre Schwester, die wir vorhin schon hier hatten. Unglaublich, die Krechs. Also. Wer sind denn nun Nele und Lucy? Genau das wollte ich auch gerne wissen. Doch dies ist schwieriger wie gedacht. Deshalb haben die beiden mir ein paar Bilder aus Dubai gesendet. Lucy hier im C1, übrigens beide echte Fettguschen, ist 19 Jahre alt und ist in der Sportfördergruppe der Polizei. Die Bilder sind in den letzten 3 Wochen im Trainingslager entstanden. Seit 6,5 Jahren wohnt sie nun schon in Leipzig. Da ist der Weg nach Markkleeberg nicht ganz so weit. Außerdem ist unsere Elster nicht wild genug. Das große Ziel ist natürlich die Olympiade. Nicht in Paris, aber Los Angeles haben beide im Fokus. Jetzt heißt es erstmal Nationalmannschaft. Nele ist 15 und hat wohl dasselbe Gen von ihren Eltern geerbt. Sie lebt ebenfalls in Leipzig auf dem Sportinternat. Soll man die Familie Krech nun beglückwünschen oder Mitleid aussprechen? Beide Mädchen von zu Hause weg. Beide sind in ihrer Sportart auf dem Weg zur Spitzenklasse. Dies bedeutet aber auch 2-mal komplette Ausrüstung. Laut Deutscher Sporthilfe rund 10.000 Euro pro Jahr. Und nicht genug, sind doch beide auch in 2 Bootsklassen unterwegs. Und genau deshalb haben mir Lucy und Nele eine Bitte aufgetragen. Obwohl Nele schon von der TAG unterstützt wird, suchen beide noch Sponsoren. Am liebsten natürlich aus ihrer Heimatstadt. Na, ihr Unternehmer in Gera, wie wär's mit internationaler Werbung auf einem Boot? Immerhin kostet so ein Teil zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Wer etwas übrig hat, den Kontakt stelle ich gern her. Diese Woche sind beide schon wieder in Augsburg. Danach geht es ins Länderdreieck Frankreich, Schweiz, Deutschland. Ich wünsche beiden jedenfalls viel Erfolg. Vielleicht klappt es ja mal, dass man sich persönlich in Gera trifft.